Meine Lieben, der Fischer liegt da, das Loch ist daneben, auf gefrorenem Tarantin. Ja, die Oberflächendecke angefroren, 3 bis 4 cm, darunter geht's. Ich habe es mir aber nicht nehmen lassen, hier mal rumzurennen, habe schon 2 Funde gemacht, die ich aber nicht gefilmt habe. Mir war nicht nach Film. Ist auch schwierig, live zu graben, weil ich habe noch keine Alternative, beziehungsweise kann mir das Smartphone schlecht an den Kopf binden und dann ist das nicht so einfach. Werdet ihr aber in Zukunft viel, viel mehr live sehen. Wenn ich dann endlich mal eine bessere Kamera habe. Noch bin ich mir zu bequem, die einfach zu kaufen, weil ja, neue Saison. Ich denke mal, nächstes Jahr im Frühjahr können wir damit rechnen, definitiv. Dann kommt auch ein anderer Spaten her, der geht mir auch auf den Sack. Aber ist egal. Das ist das Entscheidende hier. Wow, ich habe es geschafft, das Ding zu fokussieren. Voll geil, guckt mal. 1 Silbergroschen, glaube ich. Ey, das wäre mein erster. Und das muss ja Silber sein. Wie geil ist das denn, bitteschön, hier auf diesem Acker, wo ich heute mit nichts gerechnet hätte. Und die steckt da so geil drin, ne? Echt, ich mag die gar nicht rausnehmen. Ich nehme das so mit nach Hause. Das sieht so geil aus. Ehrlich, ich bin total happy gerade. Boah. Und dieser Klumpen, ja? Man sieht ja die Ecke, die da abgebrochen ist. Die habe ich dann auf dem Spaten. So habe ich das geschlagen. Ich hatte schon richtig Angst. Denn ich wusste nicht, was sich da drin verbirgt. Ja, und wie wir sehen, sehen wir nichts aufgrund dieser beschissenen Kamera. Aber da, 1 Silbergroschen. Geil. Na komm, wir buddeln mal zusammen jetzt. Ich zeige euch mal, wie schwer das ist. Ihr seht ja auch, der Spaten, der ist auch so ein bisschen ungünstig. Ja? Ich habe keinen Griff. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Aber ist egal. Man will sich ja nicht so anstellen, oder? Was Schönes kommt. Spielt es auch keine Rolle, ob da ein Griff dran ist oder nicht. Ist halt nur komfortabler. Und ich bin Survival-Outdoor-Freak. Mir ist das egal. So, ich hoffe. Ah, ey. Es ist echt geil, ey. Unter den Rahmenbedingungen heute zu sonnen ist echt geil. Ist der Knaller. Aber es ging nicht anders. Ich musste raus. Mist, wir haben, glaube ich, nicht so einen guten Leitwert hier. Könnte aber mit Glück schon draußen sein, wenn es nicht wieder irgendwo im Klumpen festgefroren ist. Wo sagt er denn? Ups. Okay, hier weiter, ne? Aber nicht schwach. Leute, rund, ich glaube. Geil. Jawohl. Geil. Münze. 1 Reichspfennig. Ja. Das ist ein Einer, aber das spielt keine Rolle. Voll geil. Muss man ja auch erstmal hier finden, ne? Ein gefrorenes Feldchen, ne? Ja, sensationell. Ich freue mich darüber. Voll geil, ey. Ich glaube, wir haben ja einigermaßen ganz gutes Signal. Ich hab's, was ist denn jetzt? Ist es draußen oder drin? Ha! Das ist ja jetzt interessant. Das ist wirklich sehr interessant jetzt gerade mal. Ich habe dir jetzt mal hier obligatorisch nur einen Pfund reingelegt. Und zwar einen Fingerhut. Der liegt hier. So ein bisschen in der Ecke da. Und jetzt kriegt er den nicht rein. Oder ganz schlecht. Das ist ja eigenartig. Das ist jetzt nur ein Test. Sense 8. Nicht die Serie, sondern die Sense am Detektor. Mit 8 kriege ich ihn rein. Das ist ja verrückt. Mit 7 überhaupt nicht. Und das ist ja noch nicht mal tief. Jetzt habe ich langsam wirklich Bedenken, ob es der Detektor noch lange macht hier. Weil hier ist es ja schon drin. Hier drunter muss er. Guck mal ganz kurz. Weil das ist er. Hier, also das war jetzt nur ein Test von mir. Weil ich es jetzt selber mal wissen wollte. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Problem und kann mir da irgendwie helfen. Ist auf jeden Fall Fingerhut. Ja, eigenartig, muss ich mal im Auge behalten. Ja, jetzt haben wir wieder hier was, wo er anschlägt. Der Detektor. Dürfte nicht allzu groß sein, das Fundstück.
Okay, die Richtung werde ich mich mal orientieren mit dem Kram. So, hier circa. Man sieht das ja, das war der gefrorene Boden von neulich. Wo der Silbergroschen lag und jetzt haben wir ihn wieder ganz zart und weich. Jawohl, geil. Richtig mild heute. 7 Grad für Dezember, die Leute im Weihnachtsstress, alle am Geschenke kaufen. Und unser Eins wühlt hier rum, ist doch geil. Draußen sagt sie mir. Okay, da drüben geht gerade auch wieder eine Dame mit ihrem Hund spazieren, die guckt auch schon wieder ganz verstört. Ja, ich bin aber kein Raubgräber. Nein, ich habe sogar eine Genehmigung dafür. Da, glaube, was ist denn das? Du. Weiß ich nicht. Ja, Mensch, nichts Tolles, wa? Nee. Keine Ahnung, hey. Sieht aus wie so eine. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Naja. Egal, nehmen wir mal mit. Ist mal schon ausgegraben. Knopf von der Uniform. Jo. Das ist jetzt schon der zweite in dieser Form, den ich hier gefunden habe. Also ein bisschen was biegt ja doch rum auf dem Feld. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Man muss halt ein bisschen gründlich gucken, ne? Wie habt ihr es denn lieber eigentlich? Live graben oder einfach nur den Fund zu zeigen? Ich denke mal so ein bisschen, die Mischung macht's. Ist jetzt irgendwie so bei mir eigentlich, was ich auch gerne immer mache. Ja, könnt ihr ja mal gerne einen Kommentar da lassen. Wir gucken mal, ob hier noch ein bisschen mehr kommt von solchen schönen verlorenen Dingen. Diwupp, da sind wir schon wieder beim nächsten Signal. Diesmal habe ich es nicht live aufgenommen, aber es ist eine Münze. Ne, ein Knopf. Dann habe ich erst gedacht, eine Münze. Aber doch ein Knopf, ein kleiner Knopf. Okay. Ja. Jetzt wird es heute noch eine Knopfrunde hier, oder was? Ja, Knöpfe, auch immer ein gutes Zeichen, dass hier was gewesen ist. Ne? Beziehungsweise, dass hier auf jeden Fall Leben war auf dem Acker. Leben stattgefunden hat, irgendwie Bewegung war. Ja gut, dann schauen wir mal weiter, ne? So ein kleines Objekt, ja, kommt zwischen 35 und 40 rein. Jo, cool, ne? Weiter geht's. Ja, Tatsache, soll in dem Klumpen was drin sein hier. Hier soll es drin sein. Zumindest wenn ich den Detektor darüber schwinge. Ach, das war ein Versehen. Ich hab's gedacht. Ist es hier? Hä? Ach Scheiße, ey. Was geht denn ab? Ja, so kann es auch mal sein, ne? Echt. Hier so ein verkacktes Stück hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier schon oberflächlich jetzt hier. Mensch, das jetzt hier eine Münze, ja? Gut, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben groß. Sagen wir mal ein bisschen kleiner. Und ich würde hier nackt übers Feld laufen, bei den Temperaturen echt schön nackt sonneln. Da würden sie sich aber wundern hier hinten, was hier nackt sonneln ist. Ja gut, dann haben wir auch gleich die Polizei am Hals, glaube ich, ne? Ach, guckt mal, ey. Ah. Ja. Ich warte immer noch auf meine Münze heute. Scheinbar das Meckern ein bisschen was geholfen. Jetzt haben wir mal die erste Münze hier. Ab und zu muss man auch mal ein bisschen meckern. Ich habe mir gedacht, ja, ach komm, machst du dich gleich vom Acker hier. Heute kommt gar nichts mehr. Ah, jetzt haben wir hier um die 60er Signal. Und da ist es. Und es sieht wirklich tatsächlich gut aus. Mensch, da wird das Fluchen doch nochmal erhört. Ja, wunderbar. Mann, come on. Münze hier oder was? Endlich doch. Jawohl. Sehr schön. Auch wenn ich natürlich nichts erkennen kann. Und ich werde auch nichts erkennen. Großartig. Deshalb, wie immer im Anschluss, Foto oder hinterher in der Fundzusammenfassung. Schönes Teil, aber vermute mal, dass es Kupfer sein wird. Wenn der da draußen echt mal gerade mal vom Pech verfolgt wird, dann einfach mal eine Runde meckern, dann kommen die Münzen. Das ist die zweite hintereinander. Das ist doch super. Das ist auf jeden Fall dünn, das Teil. Es wird auf jeden Fall, das ist kein Reichspfennig, auch kein Zweireichspfennig, das ist ja größer. Das wird auch wieder eine Art Scheidemünze sein, bin ich mal gespannt, ich sehe nichts. Aber naja, trotzdem richtig nice. Geht ja was, ne? Hier auf dem Feld. Da haben wir dann frischen hier.
Ein schönes Signal, ich glaube, ich hoffe, ich weiß nicht, aber um die 40er Leitwert habe ich. Ja, exakt ein 44er. Ja, das ist immer gut. Das ist immer gut. Mittelgroße Münze. Knopf. Was haben wir da sonst manchmal drunter unter dieser Kategorie? Bleibrommel habe ich da auch schon gehabt, aber ja. Hier so weiter, ne? Also das geht eigentlich hier vom Feld. Ich sag mal, so ein bisschen Kleingeld ist den Leuten damals bestimmt garantiert aus der Tasche gefallen. Ah, ach, und was sagen wir hier? Dankend. Vielen Dank für die Münze. Ja. Tatsächlich eine. Kann man schon was sehen? Dicke Schicht hier, ne? Aber keine Angst, ich verkratze schon nichts. Ja, ich glaube, das sind vom Gefühl her würde ich sagen 2 Reißpfennig. Nicht. Oh, da ist auch eine 2. Weil die habe ich auch schon öfter. Ah ja, guckt. Hm? Ein 2er. Ja, wunderbar, Mensch. Das ist jetzt immer wieder der Moment, den ich besonders gerne mag am Sondeln. Wenn man weiß, das Objekt liegt hier drin. Das ist immer wieder super. Weil das ist noch die Spannung, die dann aufkommt beim Sondeln. Wie ich finde. Das ist immer so richtig schön spannend. Was nehmen wir denn an der Seite? Schwierig. Gucken wir mal. Ach, was haben wir denn da? Nee, hä? Doch, ist doch hier unten oder was? Na klar, ach ey. Ja, aber das wünscht man sich dann nicht unbedingt, ne? So was. Blech. Einfach nur Blech. Pech gehabt, Blech gehabt. Ich nehme euch ja, wie gesagt, jetzt öfter mal mit zu den Signalen, auch wenn sie nicht ganz so pralle sind. Ja, 35, 35, 36 schwankt er. Das ist ja wirklich kurios, ne? Es ist ja nicht gerade unbedingt, könnte auch wieder eine Münze sein, da kommen oft Reichspfennige rein. Also, hier oder was? Da oben irgendwo. Scheiße. Zum Wert reinkommen oder wie? Alter. Fuck. Nein, was ist das? Ich werd echt bekloppt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier für einen Fund gemacht habe. Scheiße, echt. Das Herz schlägt schneller. Ich habe echt keine Ahnung, ob es eine Münze ist. Und was das für eine ist. Wenn das eine Münze ist, ich meine, seht ihr dieses Gesicht da drinne? Das ist ja echt kurios, oder? Ich hab echt keinen Plan. Ich kann nur sagen, geil! Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber... Ey, auf dem ersten Moment richtig... Was soll ich sagen? Ich bin echt geflasht gerade. Ich bin sowas von geflasht. Wenn das ist, was ich vermute, dann flippe ich hier aus. An dieser Stelle muss ich abbrechen einfach. Ich muss jetzt erstmal gucken. Interessantes, wahrscheinlich draußen ist es. Das lag oberflächlich mit einem 53er Wert. 53, ja. Ist ja meistens auch bekannt dafür, also zumindest bei mir, dass es meistens ja nichts so Positives ist, aber hier so irgendwo, ne? Schauen wir mal, lassen wir uns mal eines Besseren belehren. Upsala, jetzt ist. Oh! Für die Kamera in den Acker gefallen hier. Nee. Ach komm, hör doch auf. Mittagspause gemacht. Das erste Signal, gleich wieder eine Münze hier. Ja, Donnerwetter. Später mehr dazu.
zwei Detektoren jetzt im Einsatz. Ich brauche natürlich Verstärkung für das Gebiet hier, für das Areal. Ja, korrigiere mich. Keine Münze, wie man sehen kann, ein Anhänger. Wir wissen noch nicht, was das für einer ist. Aber total cool. Endlich mal ein Anhänger. Da machen wir was ganz anderes. Na, was haben wir da denn? Man kann es, denke ich, schon erkennen, oder? Es wird wohl ein... Warte mal. Ein Reichspfennig. Die Buddler wieder unterwegs hier. Da vorne kommt ein Kollege gerade. Sieht man ihn? Jo. Ja, voll geil. Nochmal wieder etwas, das sich ganz gut anhört. Gehen wir nochmal rüber. Schauen. Hier drin ist es nicht mehr. Im Loch. Nein, es ist draußen. Outside. 41,42 Klang der Maschine klingt auch sehr vielversprechend. Ja, nicht lange drum in den heißen Brei reden, nicht? Einfach mal gucken. Da irgendwo oder so. Oh. Was ist denn das? Was ist denn ditte? Oh Mann, ey. Oh. Schönes Teil. Ein Knopf ist das. Boah, der ist aber total. Der ist ja brutal schön. Oder was ist das? Ist das ein Knopf? Der erste Eindruck lässt auf jeden Fall auf den Knopf schließen. Boah, aber wahnsinnig gut sieht der aus. Was hat denn der da drauf? Das sieht ja geil aus. Also da muss ich mal recherchieren. Aber ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne einen Kommentar darüber verfassen. Saubere Sache. Dann habe ich mit meinem Detektor hier gerade ganz schön zu kämpfen auf dem Acker. Das könnte eventuell an dem Boden hier liegen. Ich weiß nicht, inwiefern meine Spule und die Einstellungen vielleicht nicht so kompatibel geeignet sind oder was. Ich bekomme die Signale ja. Irgendwie befinden sie sich dann doch immer ganz woanders, wie ich es eigentlich vermute. Naja, da muss ich halt ein bisschen länger suchen hier. Und ja, aber ich habe hier was gefunden. Und das sieht erstmal ansprechend aus. Sieht aus wirklich wie eine Münze. Man kann es ja sehen. Aber wohl schon mal erwischt im Flug. Dennoch bin ich natürlich neugierig, was das sein könnte. Ja, machen wir später mal im Endergebnis ein Foto. Nächste Münze haben wir, ohne dafür was tun zu müssen. Einfach im Überlaufen, den 43er, da steckte sie so drin. Ja, Oberflächenfund ist doch auch mal nice, ne? Witzig. Wollt auch mal wieder Zeit. Ja, ein Reichspfennig, ne? Da kann man ja nicht genug von kriegen, oder? Herrlich.